Die BRICS-Staaten um China und Russland treiben den Ausbau ihres Einflusses voran. Selbst die Einführung einer neuen Weltwährung ist nicht mehr ausgeschlossen. Sind die Tage des Dollars gezählt? Darüber möchte ich sprechen mit Thomas Meyer, Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institutes. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Meyer, schön, dass Sie Zeit haben. Guten Tag, schön, Herr Fink. Die BRICS-Staaten scheinen mehr und mehr zu einer Staatengemeinschaft zu werden. Kann daraus wirklich etwas Großes werden oder wird die Bedeutung überschätzt? Also ich glaube, die BRICS-Staaten werden große Schwierigkeiten haben, überhaupt zu einem kohärenten Gebilde zu werden. Dazu sind die unterschiedlichen Interessen wirklich zu schwierig zu überwinden. Wenn Sie sich das anschauen, da haben wir auf der einen Seite China, das gerne ein Gegengewicht zum Westen organisieren möchte, Russland, das dem Westen gegenüber direkt feindselig auftritt, auch militärisch feindselig auftritt. Sie haben dann Länder, die so zwischen dem chinesisch-russischen Bereich und dem Westen stehen. Dazu gehören zum Beispiel Indien, die sich bestimmt nicht von China bevormunden lassen wollen, aber auch nicht sich vom Westen Dinge vorschreiben lassen wollen. Sie haben Brasilien, das pendelt auch so in der Gegend rum, die afrikanischen Staaten, die dazugestoßen sind, die sind natürlich an funktionierenden Beziehungen zur Europäischen Union interessiert, denn das ist immer noch ihr größter Handelspartner. Da kommt China zwar mit der Seidenstraße rein, aber inzwischen haben doch einige Staaten gelernt, dass das auch ein zweischneidiges Schwert sein kann. Einige haben jetzt Schwierigkeiten, ihre Schulden an die Chinesen zurückzubezahlen. Und die Chinesen sind keine sehr milden Gläubiger, wie man sehen konnte in einigen Beispielen. Also unterm Strich würde ich sagen, ist BRICS Plus zwar der Versuch, insbesondere von China, unter Beihilfe von Russland ein Gegengewicht gegen den Westen zu organisieren. Aber ich glaube, es wird nicht richtig funktionieren. Sie sprachen die unterschiedlichen Interessen an, aber ist nicht das gemeinsame Interesse, unabhängiger von den USA und vom Westen zu werden? Ist das nicht stark genug? Reicht das nicht als Basis? Ja, schon. Aber man muss ja aufpassen, dass man nicht in Abhängigkeit von jemand anders gerät. Das erinnert so ein bisschen an die Zeit, in der der Westen dem Ostblock gegenüberstand. Und der Westen angeführt von den USA, der Ostblock angeführt von der Sowjetunion. Und dann gab es die sogenannten Blockfreien. Das heißt also eine große Anzahl von Staaten, die weder unter dem Einfluss des einen oder anderen Blocks kommen wollte. Da gehörte damals schon Indien prominent dazu. Also insofern ist das für viele Staaten eine Sache, die sie doch mit etwas Zurückhaltung betrachten, denke ich. Klar ist, man will sich nicht von den Amerikanern, von den Europäern bevormunden lassen. Da kommen auch noch alte Ressentiments aus der Zeit des Kolonialismus ins Spiel. Aber gleichzeitig denke ich, will man definitiv nicht jetzt ein Vasall Chinas werden. Womit erklären Sie sich dann die Anziehungskraft der BRICS-Staaten? Da stehen ja an die 40 Staaten bereit, die mitmachen wollen. Also ich denke eben gerade diese Motivation, so eine Art Distanz zum Westen zu gewinnen, aber gleichzeitig eben nicht unter eine neue Einflusssphäre zu geraten. Dass diese Motivation, diesen Wunsch, Distanz zum Westen zu gewinnen, das spielt natürlich in die Hände Chinas und Russlands. Und das versuchen die natürlich auch zu fördern und sagen, hier, kommt zu uns, ne? Da seid ihr dann unabhängig vom Westen. Aber wie gesagt, das hat halt auch seine Nachteile. Wenn man dann zu sehr unter der Fuchtel China steht, ist das vielleicht noch unangenehmer, als vom Westen abhängig zu sein. Was ist Chinas Kalkül? Naja, China hat ja auch eine Zeitenwende erlebt, sage ich mal. Das ist jetzt vielleicht ein etwas abgedroschenes Wort, aber es passt in vielen Beziehungen. Die begann ja mit dem Aufstieg von Xi Jinping. Also erst zum Staatsführer und jetzt zum unentbehrlichen Führer
der jetzt gar keine Amtszeitbegrenzung mehr hat. Dadurch hat sich die innen-, aber auch außenpolitische Positionierung Chinas komplett verändert. Was die außenpolitische Positionierung angeht, da war das seit Deng Xiaoping und seinen Nachfolgern dann eigentlich das Charakteristikum, dass China sich eigentlich auf der Weltbühne eher zurückhielt. Man wollte also nicht einen großen geopolitischen Fußabdruck haben, sondern man fühlte sich wohl als Entwicklungsland. Man sagte, wir sind nicht so groß, wir haben nicht diese Macht, dass wir jetzt da auf der Weltbühne eine entscheidende Rolle spielen. Gleichzeitig hat man, jetzt komme ich nochmal zur innenpolitischen Orientierung, insbesondere der wirtschaftspolitischen Orientierung, man hat einen Kurswechsel hin zu marktwirtschaftlichen Elementen gemacht. Man hat also versucht, eine kapitalistische Marktwirtschaft aufzubauen, die so lange in Ruhe gelassen wurde, solange sie eben nicht die Autorität der kommunistischen Partei, der kommunistischen Staatsführung in Frage stellte. Das hat China ja enorm geholfen. Unheimliches Wachstum über Jahrzehnte hinweg. Ne? Also ein kometenhafter Aufstieg eigentlich einer so großen Nation. Das verändert natürlich gewaltig die Weltgewichte, wenn man sich das anschaut. Das chinesische Bruttoinlandsprodukt als Anteil am Welt-BIP ist ja enorm gewachsen. Ja, und manche, wenn die das auf Kaufkraftparität berechnen, dann hat es die USA schon eingeholt. Darüber kann man natürlich auch streiten, wie man es berechnet. Damit einher ging dann aber auch unter Xi Jinping der Anspruch jetzt, das geopolitische Gewicht sichtbar zu machen und auf der Weltbühne in Einsatz zu bringen. China will wieder zurück zur alten Größe. Also Make China Great Again könnte man da analog formulieren. Das knüpft ja an Jahrhunderte chinesischer, man könnte sagen Jahrtausende von chinesischer Größe. Bis zum 19. Jahrhundert war China ja die Weltmacht. Also wenn man sich anschaut, eine Zeit, in der die Briten gerade sich hin zum Empire bewegten, in eine Zeit, in der die USA gerade besiedelt wurden, da war China war einfach die dominierende Wirtschaftsmacht der Welt. Und dann hat China allerdings, das fing ja schon früher an, also so im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, hat den Anschluss verpasst. Man war ja so von sich überzeugt, wie groß man war, dass man eigentlich von der Welt außen gar nichts mehr erwartete. Die berühmte Entscheidung eines chinesischen Kaisers zu sagen, wir bauen keine großen Schiffe, was brauchen wir die Welt? Was wir dort finden, wenn wir in der Gegend rumfahren, sind vielleicht exotische Tiere in Afrika, aber das lohnt sich nicht. Also stampfen wir doch diese Schiffbauprogramme ein und bleiben bei uns. Wir sind das Reich der Mitte. Da hat man sich dann zurückgezogen, eingeigelt und hat die industrielle Revolution komplett verpasst. Und da stieg dann der Westen auf, da kam dann der Kolonialismus, die Briten schikanierten China. Man erreichte dann, denke ich, so einen Tiefpunkt in der Zeit der Herrschaft unter Mao Zedong, wo man ganz nach innen orientiert war, verarmte. Unter Mao Zedong gab es die größte in der Geschichte verzeichnete Hungersnot bei dem sogenannten großen Sprung nach vorne. Da sollten alle Stahlkocher werden und nicht mehr Bauern. Da gab es nichts mehr zu essen. War fürchterlich. Und dann befreite man sich davon. Jetzt denke ich, gibt es ein Anzeichen dafür, dass man wieder zu dieser fehlgeleiteten Überschätzung seiner Fähigkeiten und der Orientierung nach innen zurückkehrt. Man glaubt, man sei wieder an der Weltspitze. Man fordert die USA heraus als geopolitische Führungsmacht.
Man kehrt zurück zu eher zentralverwaltungswirtschaftlichen Strukturen. Die Marktwirtschaft wird behindert, eingehegt. Es gibt immer mehr zentrale Planwirtschaft in China. Und insofern denke ich, ist es kein Modell, was sich jetzt entwickelt hat unter Xi Jinping, dass wir viele andere Staaten als sehr attraktiv finden. Deshalb denke ich auch, dass viele der BRICS Plus einerseits jetzt den chinesischen Erfolge bewundern, aber andererseits auch ein bisschen jetzt den chinesischen Einfluss und den chinesischen Wunsch nach Dominanz fürchten. Welche Rolle spielt der Renminbi bei Chinas Ambitionen? Ja, also es ist ja grundsätzlich so, dass eine Weltmacht eigentlich auch immer über ihre Währung wirtschaftliche Macht gewinnt. Das sah man schon im Römischen Reich, als das römische Geld in dem damaligen Weltreich, also im westlichen Weltreich, China war damals schon ein großes Reich im Osten, aber die Verbindungen waren ja, sagen wir mal, nicht ganz so einfach dorthin. Aber im Westen war Rom das Weltreich und hatte natürlich auch mit seinem Geld, mit dem Denarius, eine wirtschaftliche und politische Macht. Es ist nicht von ungefähr, dass der Kaiser Augustus auf das römische Geld sein Konterfei prägen ließ. Statuen wurden aufgestellt überall in Rom, um eben diese Machtfülle zu zeigen. Und das Geld spielte eine große Rolle und die meisten nutzten dieses Geld dann auch zum Handel und zur Wertaufbewahrung. Da muss man dazu sagen, in Klammer, auch die Römer kannten schon dieses exorbitante Privileg, dass andere ihr Geld nutzen und nutzten das dann, die Römer nutzten das dann, um das Geld zu verschlechtern. Der Silbergehalt des Denarius nahm kontinuierlich ab und tendierte so gegen Null zur Zeit des Falls von Westrom. Also gut, ja. Also was ich damit sagen will, schon das Beispiel des Römischen Reichs sagt, dass eine geopolitische Großmacht auch immer sich über die Währung, über das Geld definiert. Später dann, wenn man dann schaut, das britische Empire mit dem Pfund Sterling im Goldstandard, das war die Weltreservewährung. Das ging dann verloren nach zwei extrem schwächenden Kriegen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und in dieser Zeit, in der sich Europa zerfleischte, stieg dann der US-Dollar als globale Währung auf. Und es ist logisch, dass China jetzt auch versucht, den Renminbi so zu positionieren und über den Renminbi die USA und den US-Dollar herauszufordern. Das ist die Intention, ganz klar. Sie sprachen von einem exorbitanten Privileg. Was bedeutet das? Welche Vorteile bringt es mir konkret als Staat, über die Weltwährung zu verfügen? Ja, das nannte ja ein französischer Präsident, ich glaube, das war Giscard d'Estaing, das exorbitante Privileg des Emittenten einer Weltwährung. Denn wer die nutzt, muss die ja in Reserve halten. Und der Emittent zieht dann aus dieser Verbreitung der Weltwährung eine sogenannte Seigniorage, nennen die Ökonomen, das Gewinn aus der Geldschöpfung. Die Römer haben das gemacht, indem sie den Silbergehalt des Denarius runterfuhren. Das heißt also, das Ding, da stand mehr drauf, als drin war, sage ich mal. Ne? Und die Differenz haben die mehr oder weniger als Gewinn aus der Geldschöpfung eingesackt. So kriegt man Seigniorage im Warengeldsystem. In unserem heutigen Fiat-Kreditgeldsystem, da können Sie ja dieses Kreditgeld elektronisch, sogar ohne Papierdruckerpresse, erzeugen, aus dem Nichts. Wenn Sie jetzt dieses Geld aus dem Nichts erzeugen können, elektronisch multiplizieren können und andere Leute tauschen ihre Waren gegen dieses Geld und halten das dann, haben Sie natürlich eine wunderschöne Einnahmequelle, global. Weil die Leute den Dollar brauchen, egal wie viel er wert ist. Richtig, richtig. Und dann kommt noch dazu, und das sehen wir jetzt bei den Amerikanern,
Das kann unter Umständen aber auch gefährlich werden, dass wenn Sie die Zahlungsströme mit diesem Geld, mit dieser Weltwährung, wenn Sie diese Zahlungsströme kontrollieren können, dann können Sie damit auch natürlich politische Macht ausüben. Dann können Sie sagen, für dieses Land ist jetzt eine Zahlung mit Dollar unzulässig. Dann schneiden Sie dieses Land ab von dem Zahlungsstrom. Und insofern ist es natürlich ein wirtschaftlicher Gewinn und ein ökonomischer Gewinn, wenn man eine Weltwährung emittieren kann. Die muss aber auch von den Nutzern als solche akzeptiert werden. Das geht nicht einfach mit der Brechstange. Ist es auch ein Vorteil, dass ich bei wichtigen Rohstoffen kein Wechselkursrisiko habe? Das mag sein unter bestimmten Umständen. Für die USA ist es jetzt aber kein wirkliches Thema mehr. Die USA sind, was Energie angeht, Selbstversorger. Die exportieren sogar Öl. Ne? Also das ist unter bestimmten Umständen vielleicht mal ganz hilfreich, aber ist nicht der entscheidende Grund. Sondern eher diese künstlich erzeugte Nachfrage nach meinem Geld. So ist es. Sie motivieren andere Leute dazu, dieses Geld zu halten und zum Erwerb dieses Geldes Realwerte einzutauschen, also Güter, produzierte Güter, Dienstleistungen, Vermögenswerte, die real was wert sind, das tauschen sie ein gegen dieses aus dem Nichts erzeugte, elektronisch erzeugte Geld. Weil dann die Warenlieferungen in Dollar abgerechnet werden. Klar, natürlich. Also ich meine, wenn ich jetzt sagen wir, nehmen wir Deutschland, exportiert ja auch schon nach dem Krieg und exportiert immer noch Waren in die USA. Man erhält die Dollars. Gut, ja, der Exporteur wechselt die vielleicht ein und holt sich dann Euros. Früher waren es D-Mark. Aber diese Dollars bleiben dann entweder bei den Behörden, also Stichwort Reservehaltung der Bundesbank oder jetzt der Europäischen Zentralbank, dann, die halten dann US-Dollar als Reservewährung. Da liegen die, ne, und werden nicht zurückgetauscht. Die Amerikaner müssen keine Waren dagegen liefern. Oder sie werden im Finanzmarkt gehalten. Anleger mögen dann amerikanische Werte und halten diese Dollars. Wenn ich Waren in die USA liefere, dann ist es ja irgendwie klar, dass sie in Dollar abgerechnet werden. Spannend wird es ja eher, wenn ich meinetwegen nach Brasilien liefere und dann in Dollar bezahlt werde und nicht in Real. Naja, nehmen Sie mal das Beispiel Brasilien. Wenn wir Handel mit Brasilien treiben, gibt es keine wirkliche Motivation, die brasilianische Währung dann zu halten. Ja, also wir liefern Waren nach Brasilien, so die bezahlen uns jetzt in brasilianischer Währung, aber wir wollen die nicht wirklich halten. So, jetzt müssten dann, wenn wir exportieren, müssten wir dann gegenläufige Ströme bekommen, dann hält sich der Wechselkurs der Währung, ja, sagen wir, gegenüber dem Euro. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn die Brasilianer mehr importieren als exportieren mit uns, dann fällt der Wechselkurs, weil eben der brasilianische Real dann halt nicht gehalten wird, weil er nicht so attraktiv ist, weil er keine Weltreservewährung ist. Beim Dollar ist es anders. Da können Sie jetzt dann große Leistungsbilanzdefizite der USA wunderbar finanzieren, weil die Leute, die über diese Leistungsbilanzdefizite in die Welt gepustete Dollars dann halten und nicht wieder zurücktauschen wollen. Was muss eine Währung mitbringen, um zu einer echten Weltwährung zu werden? Ja, also ich denke, man nimmt Währungen grundsätzlich als Mittel zum Tausch und als Mittel zur Wertaufbewahrung. Das gilt allgemein, ne? Auch jetzt für den Binnenmarkt. Das gilt aber auch für Weltreservewährungen. Also Mittel zum Tausch. Das heißt, ich muss mit dieser Währung effektiv und effizient Tauschgeschäfte abwickeln können. Und da hat sich jetzt, was den Dollar angeht, hat sich über die Jahre ein sehr effizientes, globales Zahlungssystem entwickelt. Da könnte man sagen, was ist da großartig problematisch dran? Das lässt sich doch leicht machen, da überweist dann eine Bank zur anderen. Aber man muss sich ja vorstellen, dass diese Handelsgeschäfte ja enorm hohe Volumen umfassen, enorm viele Länder umfassen. Und da eine Drehscheibe zu konstruieren, die effizient und effektiv und schnell
immer jeweils zum Güterstrom den Geldstrom passend macht, ist nicht trivial. Über die Jahrzehnte hinweg hat sich das sogenannte SWIFT-System entwickelt, das im Grunde genommen ein System zum Informationsaustausch ist. Jetzt würde man sagen, das ist doch trivial. Es ist nicht so trivial. Denn Sie müssen genau entscheiden können, wenn eine gewisse Zahlung von einer Bank A zu einer Bank B in einem völlig anderen Land stattfinden soll, müssen Sie sicher identifizieren können, wer ist denn diese Empfängerbank? Ist die denn auch vertrauenswürdig? Wenn Sie dann das nicht hätten, könnte es ja sein, dass Sie das Geld in das Cyberspace blasen. Und da hat sich halt über dieses SWIFT-System hat sich ein effektives, vertrauenswürdiges und effizientes und sehr schnelles Nachrichtensystem entwickelt, das diese Geldströme steuert, und zwar mit hoher Geschwindigkeit. Das ist also, die Taktung ist enorm hoch und es passt alles. Und das können Sie nicht so schnell nachmachen. Was Sie da beschreiben, klingt nach einer technologischen Komponente, die erstmal wichtig ist. Ja, ja, aber die muss ja wachsen. Das ist nicht was, was Sie aus dem Hut zaubern können. Und das ist über die Jahrzehnte gewachsen. Im Verlauf jetzt, sagen wir mal, des Aufstiegs des Dollars zur globalen Reservewährung. Eine Reservewährung braucht ein effektives, effizientes Tauschsystem. Zweitens, Mittel zur Wertaufbewahrung. Das gilt, wie gesagt, für alle Währungen, aber auch eben für die Reservewährung. Jetzt brauchen Sie also Instrumente, wo Sie diese Reservewährung sicher lagern können, aufbewahren können, idealerweise auch noch einen Ertrag erzielen können bei der Aufbewahrung. Dazu brauchen Sie Rechtssicherheit. Sie mögen das nicht, wenn ein Staat hergeht und das auf einmal konfisziert. Also Sie brauchen Rechtssicherheit. Das heißt, Sie brauchen Gerichte, die unabhängig sind von der Regierung, sodass wenn der Regierung es einfallen sollte, zu sagen, ich konfisziere jetzt einfach mal dieses Geld, das da liegt. Stichwort chinesische Dollaranlagen, kann die Regierung die einfach konfiszieren? Da hoffe ich darauf, dass unabhängige Gerichte sagen, nein, wir haben hier den Eigentumsschutz und der gilt allgemein und deshalb kann das nicht konfisziert werden. Also ich brauche Rechtssicherheit. Dann brauche ich einen tiefen Finanzmarkt. Wenn ich jetzt also diese akkumulierte Reservewährung nur in ein paar Instrumente anlegen kann, das sage ich, das ist doch unattraktiv, warum soll ich denn die halten, wenn ich jetzt also sagen wir, nur auf ein Bankkonto in den USA einzahlen könnte, dann ist das wenig spannend. Ich brauche da einen tiefen Finanzmarkt, ich brauche Finanzinstrumente, die mir als Halter dieser Reservewährung zusagen. Manche möchten das lieber im Fixed-Income-Bereich anlegen, andere vielleicht im Aktienbereich, wieder andere wollen Direktinvestitionen tätigen können und so weiter und so fort. Also Sie brauchen einen tiefen Finanzmarkt. Damit das funktioniert, Rechtssicherheit und tiefer Finanzmarkt, brauchen Sie einen Rechtsstaat. Und ein Rechtsstaat wiederum existiert eigentlich nur in der Demokratie. Rechtsstaat und Demokratie sind Zwillinge. Also nicht eine Regierung herrscht, sondern das Recht herrscht. Rule of Law. Und eine solche Rechtssicherheit, jetzt geht es also noch mal einen Schritt weiter, eine solche Rechtssicherheit können Sie eigentlich letztendlich nur dann garantieren, wenn Sie auch nicht von einer anderen Macht leicht kassiert werden können, überrannt werden können, eingenommen werden können. Jetzt kommt eben noch das i-Tüpfelchen drauf. Sie brauchen auch militärische Macht. Sie dürfen nicht angreifbar sein. Also man könnte zum Beispiel Luxemburg als interessante Emittenten einer Weltreservewährung
sich vorstellen, was Rechtsstaatlichkeit angeht, was Demokratie angeht. Aber die Frage ist, wie viel Macht hat Luxemburg? Könnte es nicht einfach kassiert werden von jemand anders? Und das ist halt jetzt, wenn man sich das so anschaut, da spricht halt doch zurzeit eigentlich alles für den US-Dollar. Der Dollarraum hat alle diese notwendigen Attribute für eine Weltreservewährung. Tiefe Finanzmärkte, tiefer als Europa, muss man sagen. Rechtssicherheit und militärische Macht. Und damit haben sie die Komponenten für eine Weltreservewährung dargestellt. Was ist denn mit der wirtschaftlichen Größe? Muss das Land nicht auch eine gewisse wirtschaftliche Macht haben? Die, sagen wir mal, hängt wiederum zusammen mit der Tiefe und Größe der Finanzmärkte. Also das eine bedingt das andere. Ich würde sagen, wirtschaftliche Größe ohne Tiefe der Finanzmärkte reicht nicht. Schauen Sie sich China an. Wirtschaftlich definitiv groß. Finanzmärkte. Aber es ist nicht zwangsläufig so, dass die größte Volkswirtschaft auch die Weltwährung stellt. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Man könnte sagen, wirtschaftliches Gewicht ist eine notwendige Bedingung, aber für eine Weltreservewährung ist wirtschaftliches Gewicht nicht notwendig und hinreichend. Notwendig und hinreichend wäre in dem Fall große und tiefe Finanzmärkte als eine Komponente. Das hieße also im Falle von China, dass Peking einen Teil der Kontrolle aufgeben muss. Ja, ich sehe gegenwärtig und ich sehe auch nicht, wie sich das in der absehbaren Zukunft ändern könnte, den Renminbi als nicht geeignet für eine Weltreservewährung. Warum? Erstens ist er nicht voll konvertierbar. Es gibt immer noch Kapitalverkehrsbeschränkungen in China. Ich kann nicht rein und raus mit dem Ding, wie ich gerne will. Zweitens, Rechtssicherheit. Ich traue der Sache nicht ganz. Da kann auch mal konfisziert werden. Der Staat kann sich einmischen. Der Staat kann entscheiden, dass das jetzt einfach verstaatlicht wird. Dieses Unternehmen, in dem ich jetzt mein Geld angelegt habe oder was weiß ich, oder Land, das ich gekauft habe, dann ist es weg. Also Rechtsstaatlichkeit ist nicht gegeben. Transaktionsfähigkeit. Ja, wie soll das gehen? Also Sie können mit dem Renminbi nicht den Welthandel abwickeln. Jetzt versuchen die Chinesen mit dem digitalen Renminbi sowas wie eine Alternative zu SWIFT aufzustellen. Aber wird er funktionieren? Kann man ihm trauen? Können die Chinesen da nicht was reinprogrammieren, das wiederum die Rechtssicherheit dieser Währung in Frage stellt? Können die nicht was reinprogrammieren, sodass alles, was ich mit dieser Währung mache, letztlich bei der Regierung landet und die alles überwachen können und womöglich dann bestimmte Zahlungen mit diesem Renminbi per Knopfdruck als ungültig erklären können? Also ich sehe nicht, dass der Renminbi das Zeug hätte, heute und in der absehbaren Zukunft dem Dollar wirklich ernsthaft Konkurrenz zu machen, geschweige denn ihn abzulösen. Wobei der Dollar ja jetzt auch nicht mehr unangreifbar ist. Sie sprachen den Punkt der Rechtssicherheit und der Sicherheit an, aber alle paar Jahre haben wir den Schuldenstreit und niemand weiß, ob sich die Parteien wieder in letzter Minute einigen oder irgendwann mal doch nicht. Und wir haben, Sie haben es auch angesprochen, diese Militarisierung des Geldes, wo der Dollar auch noch für andere Zwecke eingesetzt wird als nur für den Zahlungsverkehr. Plus wir haben das gigantische Schuldenproblem der USA. Völlig richtig. Unter den Fiat-Kreditgeldwährungen, also die Währungen, die über Kreditvergabe aus dem Nichts erzeugt werden, würde ich sagen, ist der Dollar das kleinste Übel. Es gibt alle diese Probleme, die Sie anführen, die setzen den Dollar zu. Eine Weltreservewährung muss natürlich auch kaufkraftstabil sein. Und das ergibt sich wiederum aus der Rechtsstaatlichkeit, in der wiederum die Zentralbank eine Rolle einnimmt, die ihr erlaubt, unabhängig von den Eingriffen der Regierung,
diese Kaufkraftstabilität zu wahren. Wenn das in Frage gestellt wird, dann bröckelt der Status natürlich dieser Reservewährung. Und gegenwärtig ist es tatsächlich so, dass man nicht mehr so richtig weiß, hat die Fed, die US Federal Reserve, die Zentralbank der USA, noch die volle Ellbogenfreiheit, die Kaufkraftstabilität des US-Dollars abzusichern? Könnte es nicht so sein, dass die Fed auch als Ausputzer für die Finanzmärkte herhalten muss und im Zweifelsfall dann Geld drucken muss, um wankende Finanzakteure zu stützen? Hat die Fed die Ellbogenfreiheit, die Kaufkraftstabilität zu wahren, wenn der US-Staat so überschuldet ist, dass er seine Anleihe nicht mehr absetzen kann? Muss dann die Fed nicht diese Anleihen kaufen und sozusagen die US-Staatsschuld monetär finanzieren? Das sind alles Fragen, die momentan natürlich die Märkte umtreiben. Und deshalb sieht man ja auch, dass es inzwischen auch schon Alternativen betrachtet werden, dass Alternativen betrachtet werden als Reservewährung zu den Fiat-Kreditgeldwährungen. Also der Aufstieg des Goldes zum Beispiel über die letzten Jahre, in der die Inflation wieder ihr Comeback gefeiert hat, zeigt, dass es eine gewisse, würde ich mal sagen, eine Skepsis einzieht, was diese Charakteristika des Dollars als Weltreservewährung angeht. Nur muss man sagen, ist natürlich Gold kein wirklicher Ersatz für den Dollar. Denn wie wollen Sie mit Gold effizient und effektiv Handelsströme finanzieren? Also das Schicksal von Russland, dessen Goldreserven dann nicht mehr handelbar waren, zeigt, dass das natürlich seine Grenzen hat. Aber in der Tat, man schaut dann, weil man dem Dollar nicht mehr so richtig traut, was die Kaufkraftstabilität angeht, schaut man natürlich nach Alternativen und schaut dann zum Beispiel auch auf Gold. Ja? Also zumindest als Zusatz für die Funktion der Wertaufbewahrung kann man sich das dann vorstellen. Der politische Aspekt spielt eine wichtige Rolle. Die Amerikaner haben da schon ein bisschen oder spielen da ein bisschen mit dem Feuer. Einerseits ist es ja völlig richtig, Wirtschaftssanktionen gegen Gegner zu erheben. Das war völlig richtig. Man kann nicht mit Russland weiter Handel treiben, als wenn nichts wäre, wenn das einen völkerrechtswidrigen Überfall auf einen Nachbar inszeniert. Das ist alles richtig. Man muss aber auch natürlich sehen, dass das einen gewissen Preis hat, nämlich dass eben das Vertrauen in die Rechtssicherheit, die mit einer solchen Reservewährung verbunden ist, dass die ein bisschen ins Schwimmen kommt. Ne? Da habe ich dann tatsächlich diese Verfügungsgewalt über meine Anlagen oder nimmt mir der Emittent diese Verfügungsgewalt weg? Das ziert alles so ein bisschen momentan eben auch an der Stellung des Dollars. Aber wie gesagt, ich denke, dass was der Dollar, was Transaktionen angeht und auch was, sagen wir, die Wertaufbewahrungsfunktion angeht, halt immer noch die dominante Währung ist und wahrscheinlich bleiben wird. Sie sprachen Gold an. Wenn man sich die Goldkäufe anschaut, dann sind es vor allem die Schwellenländer, die kaufen und weniger die westlichen Notenbanken. Halten Sie das für einen Fehler? Sollten auch mal die westlichen Notenbanken überlegen, wie sie sich absichern könnten? Also bei den Notenbanken der BRICS-Anführer, sage ich mal, da ist es wohl politisch motiviert. Man traut sich nicht so recht, mehr so viele Aktiva in Dollars zu halten. Man zweifelt an der Rechtssicherheit. Man ist ja selber kein Rechtsstaat. Dann denkt man, naja, der andere, der wird im Zweifelsfall halt mal das alles konfiszieren. Und also wenn ich als chinesische Zentralbank jede Menge US-Treasuries halte, dann habe ich doch die Furcht, dass die US-Regierung irgendwann mal hergeht
Und diese Treasuries, die ich halte, die kann ich ja listen, welche das sind, die erkläre ich einfach für ungültig. Also diese Furcht ist sicherlich da, weil man da schließt man auch von sich auf andere, dass die das auch könnten, was man selber kann. Und deshalb gibt es dann in der Tat eine systematische Umschichtung dieser Zentralbanken in Dollar. Was man beobachten kann, ist, dass sich der Goldpreis von den Bestandsveränderungen der großen privaten Gold-ETFs abgekoppelt hat. In der Vergangenheit war es so, kann man nachschauen, dass der Goldpreis stieg, wenn die großen Gold-ETFs wuchsen, wenn also Leute dann Gold kauften, dann gingen die hoch. Und wenn dann die Leute Gold verkauften, also global, dann gingen die runter. Das war so der Privatanleger, richtig, richtig. Und zwar global, Privatanleger oder ja, Leute halt, die Gold haben wollen. In Asien spielt es auch als Schmuck eine Rolle. So, das kann man auch. Was interessant ist, in der letzten Zeit hat sich diese Korrelation vermindert. Das heißt also, man kann beobachten, dass der Goldpreis gut unterstützt blieb, als diese Goldeinlagen in die ETFs zurückgingen, weil die Zinsen wieder attraktiver wurden. Da hätte man erwartet, dass der Goldpreis absackt. Ist er nicht. Das heißt also, diese Zentralbanken sind reingegangen, kann niemand anders sein, die eben aus anderen Gründen als jetzt eine günstige Anlage zu suchen, das aufgekauft haben. Das trifft für diese Zentralbanken zu. Aber Sie haben einen Punkt. Ich denke auch andere Zentralbanken, also Zentralbanken im Westen, müssen sich überlegen, ob die Reserven, die sie in Dollar halten, ob die über die Zeit so wertstabil bleiben werden. Die Fed kann gezwungen sein, höhere Inflation zuzulassen. Dann vermindert sich die Kaufkraft dieser Reserven. Und von daher gesehen denke ich, dass auch westliche Zentralbanken zunehmend daran interessiert sind, ihre Goldbestände auszubauen, denn das ist dann letztendlich eine Absicherung gegen eine Inflationierung des Dollars. Was würde das denn für die USA und die Welt bedeuten, wenn die Rolle des Dollars immer weiter geschwächt wird? Grundsätzlich mal eine Minderung und am Ende, wenn der Dollar als Weltreservewährung abtreten würde, Verlust dieses exorbitanten Privilegs, also Verlust des Einkommens auf Seniorage oder auf Deutsch gesagt Verlust des Einkommens aus dem Gewinn der Geldschöpfung. Das ist nicht trivial. Das ist ein handfester ökonomischer Verlust. Das haben die Briten gespürt, als das Pfund abgelöst wurde vom Dollar als Weltwährung. Daraus ergeben sich handfeste wirtschaftliche Nachteile. Für die USA, aber für die Welt als solches, wenn es mehrere Weltwährungen gäbe, also neben dem Dollar noch ein, zwei andere, das wäre doch eigentlich besser, wenn man in Richtung einer multipolaren Welt denkt. Also es gab ja immer, richtig, also es ist ja nicht so, dass der Dollar historisch, da meine ich jetzt, sagen wir mal, die letzten paar Jahrzehnte, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und jetzt 21. Jahrhundert, ist ja nicht so, dass der Dollar immer die alleinige Währung für Transaktionen und Wertaufbewahrung gewesen wäre. Er war die wichtigste und ist immer noch die wichtigste, aber nicht die alleinige. Konkurrenz machten ihm vor Einführung des Euros die D-Mark und der Yen, das Pfund. Anfangs noch, also wenn ich sage anfangs, dann meine ich jetzt so noch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das Pfund, aber das hat sich dann immer weiter zurückgezogen. Aber am Ende des 20. Jahrhunderts, vor Einführung des Euros, war die D-Mark und der Yen. So, jetzt ging die D-Mark weg und der Euro sollte in die Fußstapfen der D-Mark treten. Das war ja auch das Versprechen, das die Regierung Kohl den Deutschen gegeben hat. Der Euro wird so hart wie die D-Mark und die EZB wird der Nachfolger der Bundesbank.
Inzwischen würde ich sagen, sind da gewisse Zweifel aufgetaucht. Ist die EZB tatsächlich der Nachfolger der Bundesbank oder ist sie nicht eher der Nachfolger der Banca d'Italia? Also in der Eurokrise hat sich halt gezeigt, dass die EZB die Aufgabe auch hat, den Euro zusammenzuhalten. Die berühmte Worte von Mario Draghi, whatever it takes. Ja. Und das bedeutet natürlich auch, dass die EZB aufpassen muss, dass die hochverschuldeten Euro-Staaten, insbesondere halt Italien, immer genügend Anschlussfinanzierung zu politisch akzeptablen Zinsen finden. Und damit schwebt natürlich schon ein großes Fragezeichen über dem Euro, was die Wertbeständigkeit angeht. Und insofern sind die Überlegungen, dass der Euro mal dem Dollar ernsthaft Konkurrenz machen könnte, meines Erachtens in den Hintergrund geht, sind eigentlich weg. Glaubt man? Da glaubt eigentlich, soweit ich weiß, kaum noch jemand dran. Nehmen Sie den Yen. Ende der 80er Jahre, da hieß es, naja, die Zukunft gehört Japan. Das war so ein Japan-Hype, wie wir es einige Zeit für China hatten. Ja, da wurden Bücher veröffentlicht, die voraussagten, dass Japan die führende Wirtschaftsmacht der Welt und der Yen die dominierende Weltwährung werden würde. Ja, da hat man sich halt auch blenden lassen von der sogenannten Blasenökonomie, die Japaner in den 80er Jahren haben wachsen lassen, als die Blase platzte. Anfang der 90er blieb eigentlich von dieser Erzählung nichts mehr übrig. Und der Yen entwickelte sich jetzt dann eigentlich eher zu einer Art Billigwährung. Die Zinsen waren so niedrig, da wollte man eigentlich nichts anlegen. Für lange Zeit kam dazu, dass man ja auch dem japanischen Corporate Governance nicht so traute. Jetzt gibt es alternative Erzählungen, die würden sich verbessern, aber es ist noch nicht klar, ob das so ist. Ja. Also mit anderen Worten, die Anlagen in Yen waren extrem unattraktiv. Die hatten ja schon lange, bevor wir es hatten, nahe Nullzinsen. Der japanische Aktienmarkt war nicht so transparent, nicht groß, da wusste man nicht so recht, ist das nicht Japan Incorporated, das dort spielt, was ist die Rolle des Shareholders. Also mit anderen Worten, da wurden immer größere Fragezeichen über die Funktion des Yen als Weltreservewährung kamen auf und insofern ist er dann eigentlich abgesackt. Der spielt jetzt keine große Rolle mehr. Jetzt könnte man sagen, es ist noch so eine Art Reserverat in der Klasse der Weltreservewährung. Für einige halten den noch, aber nicht mehr so viele, die vielleicht im asiatischen Raum das brauchen. Der Euro, ja, der wird halt auch in Europa noch gehalten und manche haben vielleicht irgendwie Bedenken gegenüber dem Dollar, aber so richtig attraktiv ist er auch nicht angesichts seiner Konstruktion als Währung, hinter der kein Souverän steht. Ja, das sind ja eine Staatengemeinschaft. Wer ist denn für das Ding verantwortlich? Ja? Und wie steht es denn mit der europäischen militärischen Macht? Im Zweifelsfall muss sich Europa unter den amerikanischen Schutzschirm flüchten. Also von daher gesehen, denke ich, ist es nicht so, dass der Dollar die alleinige Weltreservewährung ist, aber es ist weiterhin die wichtigste. Jetzt zeigt aber die Geschichte, dass Währungen kommen und gehen. Sie haben ja schon ein paar Beispiele genannt. Vor dem Dollar war das britische Pfund dominant, aber auch schon der Franc oder der Gulden. Warum sollte den Dollar nicht das gleiche Schicksal ereilen? Jetzt bräuchten wir ein Szenario, das jetzt auf nachvollziehbare und belastbare, glaubwürdige Weise den Untergang der USA, also den wirtschaftlichen Rückbau der USA, die geopolitische Schwindsucht der USA. Ein solches Szenario müssen Sie glauben, um daraus ableiten zu können, dass die Stellung des US-Dollars als Weltreservewährung dahin schwindet. Und ja, natürlich, die Chinesen denken das. Es ist ja kein Geheimnis, dass die chinesischen Führer und auch in Russland Putin davon überzeugt sind, dass der Westen dekadent ist, dass der Westen im Niedergang befunden ist, dass in gewisser Weise
der Westen das Schicksal Roms erleiden wird. Die sind da anscheinend davon überzeugt, wenn man sich so die veröffentlichten, aber auch so die veröffentlichten Meinungen anhört, aber auch die Interpretationen dessen, was dann so in diesen Ländern alles so diskutiert wird. Und wenn man daran glaubt, dass, ich sag mal etwas salopp, die asiatische politische Arbeitsweise der westlichen liberalen Demokratie überlegen ist, dass Zentralismus Diversität und Liberalismus besiegt, dass die obersten Führer weiser sind als die Menge der Bürger. Wenn man daran glaubt, dann glaubt man den Niedergang der USA und glaubt daran, dass der US-Dollar von dem Renminbi abgelöst wird. Aber das glauben Sie nicht, wenn ich das jetzt mal so raushöre. Nein, ich glaube es überhaupt nicht. Ich finde sogar, das, was wir in China jetzt sehen, zeigt eigentlich, dass die enormen Fortschritte, die China gemacht hat, in der Nach-Mao-Zeit, angestoßen von Deng Xiaoping, die werden jetzt stückweise wieder rückgebaut. Dadurch, dass Xi Jinping jetzt wieder die Zentralplanung stärkt, dass er das Unternehmertum behindert, dass er politische Korrektheit über unternehmerischen Erfolg stellt, dass er erfolgreiche Unternehmer klein macht, weil die der Vormachtstellung der KP-Funktionäre gefährlich werden können. Das zeigt eigentlich alles einen Rückfall in die alte Zeit, die beileibe nicht von wirtschaftlichem Erfolg gekrönt war. Ich bin dabei Ihnen, aber es fällt doch irgendwie schwer zu glauben, dass wir das Ende der Geschichte gesehen haben, dass der Dollar für immer und ewig sozusagen die Nummer eins ist. Es kommt bestimmt irgendwann mal was anderes. Meistens ist das Unbekannte, das uns dann trifft. Dinge, an die wir gar nicht jetzt denken, die von irgendwoher kommen könnten. Deshalb lässt sich da eigentlich nicht viel dazu sagen. Ich meine, in gewisser Weise war ja so Bitcoin so eine Art kleiner Meteoriteneinschlag, der sich aber nicht wirklich zum großen Gamechanger entwickelt hat. Aber das entstand nach der Finanzkrise, als man dachte, das Fiat-Kreditgeldsystem und die Währungen sind am Ende. Und dann kam dann Bitcoin und dann dachte man eine Weile, naja, oder zumindest einmal die Anhänger dachten, das ist jetzt sozusagen die Lösung. Ja, wohl doch nicht. Wer weiß, was kommt? Ich weiß es nicht. Ich kann nur momentan nicht sehen, dass der Renminbi den Dollar ablösen wird. Ich sehe nicht, dass der Euro den Dollar ablösen wird und der Yen schon gar nicht. Der Real, Brasilien, die Rupie, Indien, nee. Also wenn ich mir so umschaue, dann komme ich eigentlich in dem, was wir sehen, da komme ich jetzt eigentlich nicht auf was, was ich sagen muss, hier kommt der Wandel auf uns zu. Was aber nicht heißt, dass nicht von irgendwoher, wo wir jetzt noch gar nicht dran denken, sich irgendwas ergeben wird. Und man kann ja auch nicht ausschließen, dass China und Russland doch recht haben, dass der Westen doch dekadent ist, dass das westliche System doch im Absterben ist. Und dann sind die natürlich da. Das mit dem Bitcoin war ein spannender Hinweis. Womöglich kommt die neue Weltwährung gar nicht aus dem staatlichen, sondern aus dem nichtstaatlichen Bereich. Es ist möglich. Nicht? Also man kann ja da viel darüber spekulieren. Es gab eine Phase, an die ich mich gut erinnern kann. Da dachte man ja, möglicherweise kommt ja die Herausforderung aus der Privatwirtschaft. Als Facebook, heute Meta, ganz konkret wurde mit der Einführung einer eigenen Kryptowährung, das Projekt Libra, da dachte man schon, das hat ja das Potenzial, eigentlich die Staatswährungen als Weltreservewährungen ablösen zu können. Da waren also allein die Facebook-Nutzer weltweit sind über 1 Milliarde, hatte ich damals nachgeschaut. Dann kamen ja noch ihre Partner dazu. Das war ja hochinteressant. Visa war dabei, zunächst mal PayPal. Das hatte das Potenzial, eigentlich den Dollar abzulösen. Dann hätte jeder
Nutzer von, was weiß ich, irgendeiner Plattform, ne, hätte ja das damit arbeiten können, ne, mit dem Ding. Das hat natürlich die Amerikaner und andere auf den Plan gebracht. Die haben ja alles getan mit Regulierungsverschärfung, mit Public Relations Kampagnen, das Projekt tot zu machen, und haben es ja geschafft. Also den Privatsektor, den konnte man ja tot machen. Es gab ja auch Gerüchte, dass Amazon den Coin einführen würde, wenn man sich mal überlegt. Wenn das da entstanden wäre, eine Plattform, die viele weltweit nutzen, und dann sage ich, ja, da lasse ich doch auch meine Ersparnisse liegen, und mit der Plattform, da kann ich ja global Geschäfte machen, hätte man sich vorstellen können, dass die dann, ich meine, die sind ja als Einzelhändler, als Internet-Einzelhändler entstanden, jetzt haben sie ein riesiges Cloud-Geschäft, ich habe mir vorstellen, die machen halt einfach nochmal ein riesiges Weltwährungsgeschäft dazu und erledigt. Geht aber auch nicht, weil die Staaten sich halt dagegen wahren und halt auch Ängste schüren, muss man ganz sagen. Muss man ganz klar sagen, über Libra wurde auch Ängste geschürt, und dann haben auch die Amazon-Leute haben die Finger davon gelassen. Aber das heißt ja nicht, dass sowas nicht wiederkommen könnte. Herr Meier, vielen Dank. Ja, gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Was ist eure Meinung? Sind die Tage des Dollars wirklich gezählt? Wird es eine neue Weltwährung geben? Kann es der Renminbi sein? Schreibt es mir in die Kommentare. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr meinen Newsletter für weitere Informationen rund um Börse und Wirtschaft abonniert. Er ist kostenlos und erscheint einmal wöchentlich. Den Link findet ihr in der Description.